So, da bin ich wieder. Jetzt ist das hier alles so ein bisschen getrocknet. Und ich hatte das Video schon mal mir angeguckt. Da ist ja das leider vom Licht nicht so schön, dass man alles gut sieht. Jetzt habe ich hier ein Ringlicht noch stehen. Ich hoffe, das kann man jetzt ein bisschen besser erkennen. Dieses ist jetzt gesprüht mit dem Glimmer Mist Burnt Red. Ja, so sieht es jetzt also aus nach dem Trocknen. Ich muss sagen, das passt nicht so richtig gut zu dieser Farbe. Wenn man das sieht, das hier ist ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr ins Rosé. Und das hier unten hat eigentlich so ein bisschen mehr ins Orange-Thema. Aber das soll mich jetzt nicht weiter stören. Dann hatten wir dieses, was wir mit der Interferenzfarbe bestrichen haben. Das war ja kaum zu sehen. Ich hoffe, dass man hier, dass ich das einfangen kann für euch. So dieser Effekt, der ist also wirklich ein bisschen türkis hier. Und das war unser Thema mit dem, ja, bloß punktuell aufgetragenen Glimmermist. So, ja. Ich hoffe, ihr seht diesen ganzen Schimmer, der da jetzt auch schon drauf ist in so einem Goldton. Ja, ich finde das wirklich sehr, sehr schön. So, jetzt wollte ich ja mit euch da weitermachen. Also das erste hier würde ich jetzt sagen, nehmen wir uns unser Wischmetall. So, das hatte ich ja schon mal bei den ATCs eigentlich gezeigt. Das ist kein anderes Ding hier, ne? Also ich wische hier jetzt mit dem Gold so ein bisschen alles an. So. Und kriege dann hier nochmal so richtig schön die Struktur, die noch mehr vorkommt. So, jetzt haben wir hier das Teil, was nicht so ganz abgedeckt hat. Wobei ich es jetzt nicht schlimm finde, muss ich echt sagen, wenn es da so ein bisschen rausguckt. Das kann man zum Beispiel natürlich auch machen, wenn man jetzt bestimmte Steine hat oder ähnliche, die so in dem Farbton sind, den man hinterher haben will. Dann kann man die natürlich auch nochmal jetzt aufkleben. Hat manchmal natürlich auch was. Ne? Also je nachdem, das gibt so viele Möglichkeiten, sich da mit dem ganzen Zeugs auseinanderzusetzen. So. Und auch dieses Auftragen von Wischmetall ist natürlich komplett so, wie man es selber als schön empfindet. Ne? Also je nachdem, wie viel man da jetzt haben will, nimmt man sich halt jetzt hier so ein bisschen diese Fingerkuppen voll und wischtet einfach da so ruf. So. Aber ich hoffe, ihr seht es, also das kommt wirklich wesentlich besser noch raus und man kann hier die Ränder auch noch ein bisschen betonen mit dem Gold. Und ja, also wie gesagt, ich mag das unheimlich gerne und finde das auch total schön. So, ich denke, das reicht eigentlich hier schon. Oder? Schauen wir mal sehen. Gucken wir mal so vielleicht. Ja, das ist doch schon mal sehr, sehr schön hier. Ja, hier deckt das Metall. Ich hätte jetzt gedacht, das Wischmetall deckt mir auch das hier ab. Oben da, dieses, was jetzt noch da durchschimmert, ist aber nicht so. Aber wie gesagt, ich finde es nicht schlimm. Das hat ja auch alles ein bisschen was einzigartig. So, ja, an der Stelle, sag ich mal, wären wir jetzt natürlich so weit. Das war uns dann hier, ja, das ist das, was ich meinte. Das passt eigentlich jetzt nicht mehr wirklich so dazu, wenn ich mir das angucke. Von den Farben. Aber sowas kann halt passieren. So, machen wir da auch ein bisschen Gold drauf. So. Ich würde es jetzt trotzdem drauf kleben, muss ich echt so sagen. Also ich bin da ein bisschen schmerzfrei an manchen Stellen, sicherlich. Könnte ich natürlich neu machen, was vielleicht in der Farbe ein bisschen besser ist. So. Gut, hier haben wir auch noch ein bisschen Gold dran. Also. Okay. Ja. Das ist jetzt so mein erstes Cover, würde ich sagen. Und das kommt jetzt auf unser Notizbuch, wo sie klebt. Das muss ich mal gucken. Hier habe ich das ja noch. Ja, das Einzige, man muss jetzt wirklich aufpassen. Ich hatte ja gesagt, das glänzt hier jetzt, solltet weg nochmal anrauen müssen. Und ich bin mir nicht sicher. Manche Sachen habe ich dann auch nochmal mit Papier ummantelt, sage ich mal. Und ich würde das jetzt auch immer mit
die Ränder, die umrunde ich mit so einem Powertape hier. Ja. Und nehme dann innen drin auch nochmal einen richtig guten Bastelkleber. Damit das wirklich in irgendeiner Form richtig doll hält. Sonst, wie gesagt, wäre es ja schade, wenn es abfällt. So, jetzt haben wir unser erstes Thema eigentlich schon so weit durch. Ja, jetzt habe ich ein bisschen meine Hände so richtig. Moment, das müssen wir mal irgendwie abkriegen hier. So, ich würde euch jetzt gerne mal sehen, ob wir das hier schaffen. Also bei dem Thema würde ich das gerne mal so machen, wie Martha das da gemacht hat. Das hatte ich euch ja schon erzählt. Und mal sehen. Also ja, das ist natürlich auch alles so was. Das ist dann immer live bei mir und ich probiere das. So, was jetzt wichtig ist, das Gesso, was ich jetzt hier drauf habe, ist natürlich, ja, ihr seht das, das ist frisch. So, und das ist, geht nicht weg. Damit jetzt rüber hier, dann schmiert mir das zu viel weg. Eigentlich wäre es besser, wenn es trockener wäre. Ich habe aber jetzt nur dieses. Dann müssen wir mal ein bisschen warten, bis das in dem Pinsel da so sich ein bisschen hochzieht und vielleicht nicht mehr so ganz so feucht ist. Mal gucken. Also ist alles probieren und gucken. So, wir machen jetzt hier einfach mal so eine Schicht Gesso drauf. Ganz dünn. Und decken das sozusagen, das wird, weil er so schön ruffig macht, haben wir eigentlich Bier ein bisschen ab. Den Effekt werden wir natürlich auch erst wieder sehen, wenn es echt wieder getrocknet ist, weil vorher wird das nicht zu sehen sein, denke ich. Und ich bin immer noch nicht sicher, dass es auch so funktioniert, wie ich mir denke, ne? Ist halt so, ich habe das jetzt nicht vorher probiert, das sage ich euch mal so. Also das mache ich eigentlich immer nicht. Weil ich dann denke, ich will euch ja eigentlich mitnehmen beim Basteln, was ich so mache und nicht euch nur unbedingt zeigen, wie toll das alles ist oder wie das funktioniert, sondern auch mal, wie irgendwas bei mir oder bei euch denn auch mal nicht funktioniert. Denn das passiert einfach. So, ich denke, ihr seht das jetzt hier auf diesem Thema, was ich hier drin habe. Man hat auch immer ein bisschen wieder Farbe dran. Der Pinsel nimmt also die Farbe auch noch ein bisschen auf. Und mal sehen, also ich weiß es nicht. Also auf alle Fälle ist ja jetzt hier so, wie so ein kleiner Gesso-Schleier drauf. Auf dem Ganzen und das fand ich eigentlich irgendwie sehr interessant. So. Weil ich mir die Struktur jetzt eigentlich schon, ich weiß nicht, sieht man das hier? Zum Beispiel bei dieser Rose hier, bei diesem Rosenstein. Da mache ich die Struktur, hebe ich jetzt wieder mit dem Weiß hervor. Oder hier sieht man das auch gut. Denke ich mal, hier auch, ja. Ich hebe das jetzt eigentlich alles mit dem Meer, mit dem Weiß wieder vor. So, das würde ich jetzt erstmal so trocknen lassen und gucke dann hinterher, was draus wird. So, jetzt brauchen wir natürlich hier irgendwie mal, oh, muss ich mir mal von da ganz hinten mal ein Feuchttuch suchen, was ja nicht mehr so feucht ist. Oh, damit wir das hier mal weggewischt kriegen. So, Moment. Mal ein bisschen ansprühen und dann mal hier wegnehmen. Das soll ja jetzt nicht hier so auf meinem ganzen Basteltisch rumhängen. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Wischmetall drauf. Sehe ich schon. So, okay, das war jetzt erstmal der Teil. Jetzt hatten wir das mittlere. Ja, was hier, wie gesagt, mit dieser Interferenzfarbe war. So. Und mal ernst, eigentlich finde ich, sieht das nicht schlecht aus. Also das hat auch was. Ne? Wäre jetzt auch nicht viel anders, wie wenn ich es mit diesem Moonshadow Mist und Aqua da übergesprüht hätte. So, und hier habe ich jetzt gedacht, ja, wenn ich jetzt so kein Wischmetall habe, was mache ich denn? Und da war jetzt die Idee, ja, wir könnten ja einfach das auch mal mit sowas versuchen hier. Ne? Also ein Pinsel und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Mit ein ganz bisschen Wasser bloß. Also ich möchte jetzt hier nicht eine feuchte Farbe haben, sondern eigentlich will ich nur... Ja, das ist schon fast zu Fülle. Ich wollte den jetzt eigentlich so, wie ich das mit dem Gesso gemacht habe. Ja, das ist schon fast zu feucht hier. Das wird dann nicht werden. Das müsste eigentlich immer ein bisschen trockener sein, damit man das so wie überbrushen kann. Weiß ich gar nicht, ob das funktioniert. Aber wie gesagt, testen ist ja auch mal immer nicht schlecht. Mal sehen. Könnte jetzt natürlich auch schief werden. Na gut, dann ist es so.
Mal sehen, ob da was funktioniert hier. Also den ganz leicht so überbrushen, mal gucken. Naja, Gold wird das schon. Also, das steht da schon ganz gut drauf, dieses Gold. Muss ich sagen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil es ist ja halt nur eine Acrylfarbe, wa? Hat nichts mit Wischmetall oder ähnlich zu tun. Bei manchen Teilen wird es jetzt vielleicht doch nicht so funktionieren, aber ja, warum nicht? So, jetzt haben wir den Pinsel schon ein bisschen. Ja, genau, jetzt funktioniert es fast besser, weil der ist einfach mal ein bisschen trockener jetzt. Und ich nehme natürlich da so. Also, das ist bloß ganz leicht, muss ich echt sagen. Also, es ist jetzt kein Vergleich doch nicht zum Wischmetall, ne? Da kriege ich da eine ganz andere Oberfläche drauf. Und hier ist das so ganz leichter Schimmer. Ich weiß ja nicht, sieht man das jetzt? Hier oben sieht man es bestimmt, ne? Hoffe ich doch. Aber bei den anderen Sachen ist es schon ein bisschen wenig. Also, das wäre jetzt nicht das, was ich so gut finden würde. So. Nee, also da fehlt mir jetzt doch noch ein bisschen so die Intensität, die ich gerne hätte. Muss ich echt zugeben. Ja, so ist es, ne? Man kann das ja mal probieren. Also ist jetzt doch nicht so ganz so. Ganz so prickelnd ist es nicht, wa? So was zu verwenden. Aber man muss das ja mal auch mal austesten. Ups, jetzt habe ich hier irgendwo Fusseln dran. So. Okay, das haben wir jetzt gesehen. Also werden wir wahrscheinlich doch lieber wieder beim Wischmetall landen und das nochmal. Ja, ich sag mal so, wir könnten jetzt auch wieder meine Palette nehmen. Das finde ich ja immer, doch immer am besten noch fast. So, und nehmen dann da mal vielleicht auch einen Kupferton noch mal drüber. So, ja, das ist natürlich irgendwie, das ist kein Vergleich. Wenn ich das jetzt hier rüberziehe, seht ihr schon, ne? Da habe ich sofort eine richtige Oberfläche damit und nicht so ein bisschen ganz bloß Schimmer, sondern richtig schön krieg hier das Wischmetall drauf. So. Auf alle. So, und ich denke, ihr seht schon alles, was hier drauf ist. Ja, gebt dem Ganzen genau das gewisse etwas und hat einfach mal dafür gesorgt, dass wir jetzt so eine schöne Struktur da drauf haben und so was entstanden ist. So. Ja. Denke ich mir schon fast, jetzt hätte man das eigentlich in Silber machen müssen, weil wir haben ja jetzt so ein Silberteil da drauf. Also so ganz passt das doch nicht zusammen, was ich hier so gemacht habe, glaube ich. Ja, weil Silber wäre schon ein bisschen besser gewesen. Ja, ist jetzt so. So eine Sachen sieht man manchmal auch erst hinterher. Gut, also das Thema ist genauso. Hier fehlt noch ein bisschen diese Pappstreifen, wie die ich gesagt habe, die ich darauf kleben werde und dann klebe ich das an. Hier werde ich mir auch noch was einfallen lassen, dass hier noch irgendwas drauf ist auf diesem. Man kann da auch ein Bird drin machen. Das würde auch noch funktionieren, aber das, ich denke, mit dem Hashtag hier, so wie ich es hier gemacht hatte, sah schon irgendwie ganz gut aus, wenn da so ein cooles Teil noch drauf ist. So, das andere Teil, was wir hier in Weiß haben, sieht jetzt halt so aus. Und dann wäre jetzt das. Ist auch so. Ist jetzt auch so, wo ich sage, nicht ganz so farblich passend, wa? Obwohl, geht noch. So, aber ich denke, hier ist schon ein bisschen was angetrocknet. Also man könnte jetzt nochmal eine zweite Lage Gesso draufziehen. Wobei es dann vielleicht auch zu weiß wird, weiß ich nicht. Und natürlich kann man hier jetzt genau dasselbe machen wie bei dem anderen auch. Also nochmal wirklich ein Wischmetall drauf. Ja, machen wir jetzt auch nochmal. Was soll's? Nehmen wir noch ein bisschen Gold hier. Und machen das so ganz leicht hier so drüber. So, dann haben wir noch mal so ein paar Stellen mit einem Gold drauf. So, ja, wie gesagt, ne? Ist jetzt doch nicht alles so ganz passend, denke ich mal, aber das ist auch ein bisschen dieser langen Zeit geschuldet. Normalerweise mache ich das ja doch relativ hintereinander weg und nicht drei auf einmal. Und ja, und ein bisschen aufgeregt bin ich vielleicht auch immer jedes Mal, wenn ich so ein Video mache hier. So, das waren jetzt unsere drei Teile. Die klebe ich jetzt, wie gesagt, nochmal auf diese Notizbücher auf.
Und dann kann ich euch davon nochmal hinterher kurz zeigen, wie es insgesamt aussieht. Gut, bis dann erstmal. So, hallo. Ich dachte, ich drehe euch jetzt nochmal so einen kleinen Abspann für den ganzen Komplex mit den Notizbuchcovern und habe die jetzt mal so, wie sie jetzt fertig sind, hier schon mal hingelegt. Ich hatte ein bisschen was an meiner Planung geändert, und zwar das Thema war ja, ich wollte eigentlich dieses Cover auf das Beige raufkleben, sprich also auf dieses hier, und habe das aber geändert, weil ich dann nicht gut fand, dass dieses auf das Blaue raufkommt. Ist vielleicht auch ein bisschen krass jetzt, weiß ich nicht so richtig, aber ich finde, das geht eigentlich noch so. Also jetzt ist das hier also blau und wir haben dieses drauf. Alle zusammengeklebt, so wie ich gesagt habe, ein bisschen was habe ich drunter geklebt hier. Ja, ich finde jetzt auch nicht, dass es so farblich noch so doll auffällt, dass dieses Embossing-Pulver hier ein bisschen anders scheint als dieses. Ich finde es eigentlich ganz gut, muss ich ehrlich mal so sagen. Ja, mit dem Blau ist vielleicht ein bisschen grenzwertig, weiß ich noch nicht. Aber ich muss euch echt sagen, ich habe eins eingeschlagen, ein Packpapier, nämlich dieses hier. Und das ist so schwierig durch diese Eckchen Löcher hier, weil man nicht weiß, wie man das machen soll. Bei Runden wäre das kein Problem, weil ich habe eine Chintz, die macht runde Löcher und dann hätte ich die reingestanzt und gut wäre, aber diese Ecke ist, ja. Ja, bei diesem Cover hier, vielleicht seht ihr das, da habe ich dann doch nochmal was dran geändert, nämlich ich habe jetzt passend zu diesem Hintergrund, der eher in so eine Silberrichtung geht, doch nochmal alles in Silber mit Wischmetall überzogen. Also das hat mir dann besser gefallen als das Gold. Hier ist auch noch so ein Ad-Zeichen, habe ich noch gefunden, habe das auch mit dem Embossing-Pulver embossed und jetzt ist es fertig. Und wie gesagt, das Ding sah ja eigentlich so aus vorher. Ja, also geht ja nicht. Und deshalb hat das jetzt hier so einen Einschlag in Packpapier gekriegt, wenigstens das der vordere Deckel hinten. Ja, also das ist doch schon ganz schön anstrengend gewesen. Da hatte ich jetzt keine Lust mehr, gebe ich echt zu. So, und hier haben wir halt der dritte, ne? Mit diesem tollen Hintergrund, der so gebrusht ist. Und gefällt mir immer noch gut, dass hier so, wie gesagt, dieses Weiße die Struktur rausbringt. Ja, also mir gefallen eigentlich alle drei ganz gut, muss ich ehrlich mal sagen. Und ich finde so, das ist eigentlich ganz was Schönes geworden. Hat jetzt richtig lange gedauert, ich weiß. Und macht auch einen Haufen Arbeit, aber mir macht es halt immer wieder Spaß. Und ja, falls sich jemand dazu anregen konnte, sowas auch mal zu probieren, würde mich das natürlich riesig freuen. Ansonsten sehen wir uns halt bei einem nächsten Projekt. Ne? Bis dann. Tschüss.